Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder, euer Odin. Und wie gesagt, wenn ihr die Videos davor gesehen habt, mit der Koop-Bewertung zum Koop-Spielen mit dem Onkel. Jo, Grüße! Von Nazi-Zombie-Trilogie. Ne, Nazi-Zombie-Army-Trilogie. Oder von Zombie-Army-Trilogie. Je nachdem, welche Version ihr euch gekauft habt. Ich habe jetzt mal für alle Versionen mitgearbeitet hier. Bumm. Hast du schön gemacht. Ja, finde ich auch. Hast alles mit einbegriffen. Genau, finde ich toll. Ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Quidditch oder in den Quidditch. Und ich habe gedacht, das ist halt besser, als wenn wir da irgendwo rumlaufen. So seht ihr halt ein paar Bilder, die Mitwirkenden seht ihr. Und wir können uns in Ruhe auf die Bewertung konzentrieren, beziehungsweise unseren ersten Eindruck, ohne spielen zu müssen und davon abgelenkt zu sein. Grüß dich. Ladies first, willst du anfangen oder soll ich oder? Ja, dann müsstest du ja jetzt anfangen. Dann mach du mal, du hast eben jetzt schon gedampft. Dann kann ich. Dann kann ich machen, weil da kannst du. Nee, mach du auch machen. Ja, mach du mal, dann kann ich in Ruhe in der Zeit mal schnell überdampfen. Ja, also meine Bewerber. Also erstmal, ja, ich gebe alles so ein bisschen bei mir mal so ein bisschen im Kopf kategorisch ab. Also nach Kategorien. Also ich fange mal einfach mal beim Gameplay an. Oder ich fange mal bei der Story an, die ihr jetzt gar nicht mitbekommen habt. Weil nämlich im Koop-Modus ja, die Story fehlt, auf Deutsch gesagt. Was ich ein bisschen negativ finde. Denn hier fehlen sämtliche Zwischensequenzen und sonst irgendwie irgendwas. Also zumindest gerenderte Zwischensequenzen, also die zur Story beitragen. Hier rennt man einfach nur stumpf rum und schießt ab. Ohne irgendwie Zusammenhang. Es ist so ein kleiner Negativpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du das im Singleplayer-Modus spielst, hast du eine richtige Story dahinter, wo du da wirklich, ja, siehst zum Beispiel am Anfang der Hitler, wie er da seine Armee da loslässt. Oder zumindest die irgendwie, ja, guckt euch selber an. Das wollen wir gar nicht. Das ist das aus dem Trailer, was sie vor kurzem veröffentlicht haben. Ah, alle klar, dann weiß ich, was du meinst, was du vorhin gesagt hast. Ah, alle klar. Genau. Ja, storymäßig, im Koop kriegt er leider nichts weiter mit. Ist schade. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt zwei AT-Versionen zum Beispiel hat. Oder ich weiß nicht, ob das ja irgendwie. Obwohl, das spielt ja im Spiel auch keine Rolle. Aber da kommen wir später dazu. Dann, ja, storymäßig bin ich jetzt fertig. Dann würde ich sagen, Grafik muss ich sagen, es ist nicht die allerbeste. Das muss man sagen. Aber es ist doch sehr detailreich gestaltet, muss man sagen. Sieht ganz gut aus. Also, ich kann überhaupt nicht meckern. Definitiv besser als die alten PC-Version, das muss man auch sagen. Die Weitsicht finde ich hier absolut klasse und die braucht man auch, gerade als Scharfschütze, wenn man da so längere Strecken mit seiner Kugel überbrücken kann und die auch Einsicht hat, finde ich schon genial. Also ist ganz wichtig hier bei dem Spiel Weitsicht und die haben sie auch drin. Ja, grafisch, wie gesagt, schon detailreich, aber jetzt auch nicht die allerbeste Grafik. Gut, die Zombies bewegen sich gut, man bewegt sich selber gut. Wo ich dann auch gleich wieder zur Steuerung komme, muss ich sagen, eingängig auf jeden Fall. Und mir gefällt die Steuerung ist flippig und schnell. Was sich auch bemerkbar macht, dass hier das Spiel 100 Pro auf 60 FPS läuft. Bin ich jetzt, habe ich jetzt gelogen? Also bei mir. Das Spiel, ich sehe gerade, das Spiel ist sogar 3D-kompatibel. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr einen 3D-Bildschirm habt, oh, das werde ich doch mal probieren, weil ich habe einen 3D-Bildschirm. Und eine 3D-Brille könnt ihr das Ding auf 3D zocken. Das ist ja geil. Das habe ich leider nicht. Wo siehst du denn, dass das 3D ist? Das ist hinten auf der Hülle. Ach so, ich habe ja keine Hülle. Und ja, echt cool. Gameplay-technisch, wie gesagt, mir gefällt die flippig schnelle Steuerung. Also die ist sehr genau, punktgenau sogar, und bewegt sich trotzdem schnell. Also das finde ich echt genial gemacht. Also für Shooter-Zocker, diese gern zocken Shooter, die kommen damit auf jeden Fall ganz fix, ganz schnell klar mit dieser Steuerung. Absolut genial, finde ich top. Läuft auch flüssig, habt ihr ja bestimmt bei Odin gesehen, bis es höchstens seine Blaze 4 ruckelt. absolut cool. Ja, was gibt es als nächstes? Ja, Belegung von den Tasten finde ich auch genial, kann man auf jeden Fall so machen. Eingängig auch. Was mir immer wieder auffällt, dass leider in der letzten Zeit auf das Touchpad so viel verzichtet wird.
In vielen Spielen. Aber nicht nur in Zombie Army, sondern auch in, ja, in vielen allen. Anderen Spielen. In fast allen, leider. Dieses Touchpad ist irgendwie zur Zeit irgendwie unnütz. Gut, was hätte man jetzt hier machen können? Gut, man hätte diese, man kann ja hier so Jubelszene oder man kann sich ja hier so ein bisschen, wie nennt sich das, so Gestiken machen. Und die hätte man vielleicht auf das Touchpad irgendwie mit hochziehen oder so. Oder hin und her dann winken oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Gut, Rumspinnerei. Aber ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr seht, blutig ist es. Ja. Definitiv blutig. Was ich cool gelöst finde, ist, dass die Deutschen mit der deutschen Version die deutsche Version auch online zocken und die, die AT-Version haben, wie ich zum Beispiel, das Spiel ungeschnitten spielen, obwohl sie mit Deutschen zusammenspielen, mit der deutschen Version. Yep. Das finde ich cool. Also ich sehe Hakenkreuze, Odin nicht. Also nicht, dass man die Hakenkreuze sieht. Onkel meint, dass man zusammen spielen kann, wenn man jetzt ja zum Beispiel mit Saints Row vergleicht für die PS3 damals, da konnten die AT-Spieler nicht mit den Deutschen zusammenspielen, obwohl es im Prinzip das gleiche Spiel war, bloß dass der Deutsche halt ein bisschen schwerer war und dass eine Mission gefehlt hat. Richtig, das ist ja hier zum Beispiel auch so, dass die Kill the Hitler Mission fehlt bei der deutschen Version. Da werde ich denn beim Let's Play also nicht mit bei sein. Mir ist wichtig, wenn ich gegen Nazis kämpfe, dass ich auch Nazis erkenne an eben Hakenkreuz. Das war nochmal Zeichen damals. Und ich meine, ich mag keine Nazis und ich mag keine Rechts, ich mag aber trotzdem ist es, finde ich, historisch wichtig. Das ist genauso, als wenn du gegen Zombies spielst wichtig. Und die hätten keine Wunden und keine raushängenden Därme und so. Das ist halt nicht realistisch. Das war ja jetzt gerade von mir auch blöd gesagt, historisch wichtig. Also Zombies sind ja auch nicht gerade wirklich historisch. Ja, aber... aber man kämpft halt gegen Nazis. Aber obwohl, deswegen haben sie es ja so gecuttet, deswegen heißt es ja nur Zombie Army. Ja, ansonsten... Was gibt's noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Das habe ich am Anfang bei meinem Gequatsche. Vielleicht wegen den Charakteren, weil hier mehrere Charaktere sind? Mehrere Charaktere hat man, ja, haben wir jetzt, ich denke mal, die haben jetzt nicht so großartige Unterschiede in Handling oder so. Haben wir jetzt auch nicht. Was mir aufgefallen ist, die Bullet Cam mal wieder fehlt im Koop. Also ganz selten kommt sie. Und die X-Ray leider auch. Ich hatte sie gar nicht gehabt. X-Ray hatte ich gar nicht und Bullet Cam hatte ich nur einmal. Ja. Aber auf jeden Fall, was mir auf jeden Fall in dem Spiel richtig gut gefällt, ist, was wie Odin vor uns schon oder in der Singleplayer, in der Story, in dem Story-Part von dem Game Check, Gameplay Review hier gesagt hat, dass es einfach stupide ist. Es ist einfach. Es steckt nicht viel dahinter hinter dem Spiel. Man läuft seine Gänge und dann bleibt es irgendwo stehen, dann kommen viele Gegner, die mäht man nieder und dann kommt man weiter. Das ist aber positiv gemeint jetzt von uns, also nicht negativ. Ja, es gibt viele Spiele, die das haben, wo es langweilt. Ja. Aber hier ist es echt cool, muss man echt sagen. Das macht echt Spaß. Ja, bei dem Spiel würde ich auch ja nicht ewig rumrennen, wo, also irgendwelche... Wiss ich, welchen Gänge, oh, wo sind wir falsch, wir müssen da lang, hier ist schön stupide, da, Zombies platt, nächste Mal. Und das ist halt, finde ich, gut. Ja, finde ich echt cool, muss ich auch sagen, finde ich, komisches Spielprinzip, aber es macht echt Spaß, das ist echt, und dann dieser Horden-Modus, gut, okay, man kann sich da auch reinsetzen und kann das ewig lang zocken. Macht vielleicht auch Spaß, um seine Punkte da zu sammeln, aber ist halt trotzdem wie jeder andere Horden-Modus auch. Was ich auch cool finde, sind verschiedene Zombies. Später kommen dann noch mehr Zombies und noch mehr Zombies, noch mehr verschiedene Zombies. Was ich auch echt cool finde, ist, dass du eben, dass du hier alle drei Teile drin hast, deswegen der Trilogie. Ersten Teil kennt jeder, der PC das gezockt hat. Zweiten Teil dürften sie dann auch kennen. Ich kenne nur Leute, die den ersten Teil haben und sich dann den zweiten Teil auch geholt haben, weil es einfach ein geniales Game ist. Ich kannte es vorher gar nicht. Ist für mich selber. Und der dritte Teil ist für mich selber neu. Den hat noch keiner gesehen. Also der ist hier neu in dem Spiel. Den gab es also vorher noch nicht. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ja, cool. Also mir gefällt das Spiel ganz gut.
würde sogar jetzt schon irgendwie so eine in Anführungszeichen Wertung haben. Das machen wir, dann zusammen. Ja, ansonsten, ja. Soundtechnisch finde ich es auch cool. Was ich ein bisschen negativ wieder daran finde, ist, dass die Soundeffekte so, wie soll ich sagen, die Zombies kommen von rechts, aber du hörst den Sound von den Zombies auf den ganzen Ohren, auf beiden Ohren. Das finde ich ein bisschen doof, weil man da nie so richtig peilen kann, wo die herkommen. Das ist für dich ein bisschen nervig. Boah, das ist bei mir ein bisschen anders. Die stehen da, ob sie jetzt 3 Kilometer von dir wegstehen oder nah dran stehen, das dröhnt dir einfach an den Ohren. Das finde ich ein bisschen blöd. Also wenn die Zombies weiter weg sind, dann finde ich, müssen sie leiser sein, als wenn sie neben dir stehen. Also, hat eigentlich jedes Spiel heutzutage zu bieten. Das ist ja deswegen, weil die kommen ja von überall. Die sind ja um dich rum. Welche sind nah, welche sind fern. Ja, das ist kein Grund. Weil das ist irgendwie, das trübt ein bisschen ein, weil du hast auf einmal Gegner neben dir stehen und du kriegst sie gar nicht mit, weil, ja. Ja, weil es sich gleich anhört. Weil es sich eben gleich anhört, eben. Und, ja, erdrückend, was mir halt auch gefällt, ist dieses Erdrückende, dadurch so viel Gegner kommen, so viele Horden, so viele Massen. Und wenn er da jetzt wirklich, man hat es jetzt dann zum Schluss in der Kirche mitbekommen, oh ja. Wird dann schon erdrücken, wenn da richtig viele in der Masse kommt. Also ich muss aber auch sagen, dass hier die PS4-Version, die Konsolenversion, das habe ich auch im Spiel gesagt, leichter ist. Definitiv ist sie leichter als die PC-Version. Denn wie oft wir gestorben sind in der PC-Version auf leicht und wie oft ich alleine die Levels durchrennen musste, weil mein Koop-Partner da irgendwie verreckt ist und ich konnte ihn nicht mehr wiederbeleben, weil die Zombie-Horden einfach zu viele waren. Das ist hier nicht so der Fall. Aber wie gesagt, das ist auch, also ich finde es gut gemacht. Vielleicht haben sie doch verbessert, weil einige sich beschwert haben. Ich finde es auch echt eine geile Idee, dass die, naja, was heißt beschwert? Das ist ja der Sinn des Spiels. Dass es ein bisschen schwer ist ich weiß ja nicht, was noch kommt. Wir haben jetzt bloß das erste Level gespielt. Ja. Und ja, wer es eben wissen will, wie es weitergeht, erster Hand, kauft euch das Spiel. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, wenn ihr sagt, ist nichts für mich. Guckt das LP an auf Gearstick LP. Was dann auch irgendwann kommen wird. Oh. So, ja, weiß nicht, was noch fehlt. Ich bin am Überlegen, was noch fehlt. Was ich vielleicht ich kann sein, dass ich bei Odi noch mal reinplammern, weil mir das einfällt, weil Odi da gerade was anspricht, wo er was anschneidet, wo es mir dann wieder einfällt. Ja, das war erstmal so mein Ding. Jetzt hör auf zu dampfen und sag was. Ja, also ich finde die Grafik wirklich schön. Also sie ist detailliert. Man hat eine richtig geile Weitsicht, wie du schon gesagt hast, was beim Shooter-Spiel extrem wichtig ist. Man spürt die 60 FPS, ja? Obwohl die Zombie-Horden kommen, man hat ein flüssiges Spiel. Ich habe jetzt auch gar nicht raufgeguckt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, ob 60 FPS ist, weil ich sehe ja nicht, weil jetzt steht nur Aufnahme da. Aber ich glaube, 60 FPS ist es. Kann ich jetzt nicht so sagen, leider. Ich weiß nicht, steht das normalerweise auf der Hülle? Nee, ne? Muss mal gucken. Nee, ich glaube nicht, ne? 1080p. Steht nicht drauf. Ich hätte halt gerne mal den 3D-Effekt getestet. Für euch auch mit, dass ich mal gesagt hätte, dann läufst du den 3D-Effekt. Ja, du kannst ja denn nochmal machen und dann können wir ja dann nochmal ein einzelnes Video machen, wo du denn den 3D-Modus beschreiben kannst. 3D-Modus. Kein richtiger Modus. Ja, erzähl aber, du weiter. Ja. Also wie gesagt, die Weitsicht, die ist echt genial. Und ich finde auch die durch die Grafik, die Atmosphäre, die sie damit schaffen, diese düstere, denn die Nebel, wenn die Zombies so aus dem Boden rauskommen und mit diesem Pentagramm auf dem Fußboden, dann siehst du so ein Pentagramm, da weißt du, oh scheiße, es kommt einer. Oh, das ist so ein schon geil gemacht, muss ich echt gestehen. Echt richtig genial. Ich hab's leider damals nicht gespielt, also ich hab's nie gespielt. Ich kenn's nur in dieser Version, wie wir jetzt gespielt haben, und die Version finde ich geil. Der Sound, ja, ich finde den Sound an sich, finde ich ihn geil.
auch, dass die Zombies sich so von überall kreischen kommen, weil wenn du in einer Zombie-Horde bist und dann sind manche hinter ein paar Häuser, manche sind um die Ecke, überall sind Zombies, das müsste sich schon so anhören. Aber ich würde auch besser finden, wenn da denn, wenn Zombies neben dir sind oder relativ nah an dir dran sind, dass da so Geräusche kommen, dass du weißt, oh, jetzt ist auch welche auch um mich rum hier, ziemlich nah. Weil wenn man gerade anvisiert und irgendwelche auf weite Entfernung abknallen will, habt ihr ja bei mir gesehen, oft genug haben sie mich von hinten platt gemacht, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Also da müsste schon so ein bisschen was geschehen, dass man, aber so an sich, dass das sich alle gleich anhört, ist im Prinzip nicht verkehrt. Ist ja bei... Ist ja nun mal so. Ja, mehr Geräusche hat man ja nicht so mitgekriegt. Die Schritte hat man mitgekriegt. Und auch so diese mit dem Totenschädel, weißt du noch? Wo, die Schüsse hast du da schön gehört, wenn du auf Metall schießt, wenn es abprallt. Ich habe auch auf der Fensterbank geschossen. Da sieht man richtig den Schuss, wie er da ruf geht. Und wie er dann abprallt. Und woanders hin sieht man gleich die Funken. Finde ich richtig, richtig geil. Da muss ich nochmal... Mitwirkend anmachen jetzt gerade. so am Sound war eigentlich nichts weiter auszusetzen, außer die Zombies, finde ich. Also so war alles ringsherum, war stimmig, würde ich jetzt sagen. Was außer die Zombies, wie meinst du das? Na, dass wenn sie nah an dir dran waren und du das nicht mitgekriegt hast, dass du das nicht gehört hast. Ach so. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass wenn du wirklich... dich gerade auf Sniper konzentrierst und Zombie-Horden in der Ferne plattmachst und von hinten welche kommen, dass dann wenigstens mal so ein kurzer Schrei wirklich extrem laut nochmal kommt, dass du dann weißt, oh scheiße, jetzt sind welche ziemlich nah an mir dran. Das hätte ich mir gewünscht. Aber so ist das, wie soll ich das beschreiben, ist schon cool, dass alle gleich laut sind, aber ab und zu mal, wenn wirklich welche dicht an dir dran sind, mal ein paar lautere Zombies, wäre schon nicht schlecht. Ja. Ja, aber ist ja Quatsch, aber wenn du jetzt so viele Zombies hast, zum Beispiel, was heißt in echt, kannst du keine vielen Zombies haben, das ist mir schon klar, aber wenn du viele Gegner hast oder sowas, dann hörst du ja, zum Beispiel, wenn einer rechts neben dir steht, hörst du es mehr rechts als links und hier hast du es halt auf beiden Ohren total drauf geballert. Ja. Das ist das, was mich echt ein bisschen nervt, ehrlich gesagt, weil das ist doof. Vielleicht wird es mit dem Patch noch verbessert. Weiß nicht, also das finde ich so ein echter Kritikpunkt. Das ist blöd. Dir bolzt du Ohren weg, wenn die Zombies 3 Kilometer wegstehen. Das ist scheiße. Wenn die näher kommen, kann es lauter sein. Aber wenn sie weiter weg sind, dann haben sie ein bisschen leiser zu sein. Das ist so. Ist auch in echt so. Ich habe ein Auto nah an dir vorbei, dann lass das lauter. Die Steuerung finde ich aber richtig genial. Die ist wirklich leicht fluffig. Ich habe mit diesem leichten, fluffigen... so meine Anfangsprobleme. Ich finde es zwar gut, dass es leicht und fluffig ist, dass ich dann gleich steuern kann, aber ich muss mich da erstmal ranfuchsen, weil alle anderen waren immer, also Shooter-Spiele, wo ich sonst gespielt habe, wenn ich mal ein Shooter-Spiel gespielt habe, da ist die Steuerung schwerfälliger. Da brauchst du länger, um irgendwo hinzuzielen. Da geht das nicht einfach zack rum. Da musst du, also da ist mehr Widerstand hinter. Also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber die Tastenbelegung, die ist echt genial. Mit links, rechts die Dynamit, mit Dreieck die Waffen, Dreieck gedrückt halten, die Pistole. Und also das finde ich, also die Steuerung, Onkel, die ist wirklich genial. Die geht leicht von der Hand, kann man nicht abweisen, oder? Ja, ist richtig. Ich habe mich gerade gemutet, weil ich mich gerade ausgeschnappt habe. Und jetzt fragt er mich, was das ist. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, klar, habe ich ja gesagt. Die Steuerung finde ich genial. Finde ich eingängig, finde ich super. Also nicht wie bei anderen Spielen, wo man sagt, welche Taste war das? Also hier kommt man relativ schnell rein und... Ja, ist halt so eine Standard-Shooter-Steuerung. Ich muss nicht wo ich hingreifen muss. Also, ja, also das finde ich echt gut. Also nicht, dass sie da neue Wege gehen und dann überlegt man, wo war die jetzt schießen? War jetzt L1, R1, wo man dann manchmal echt so Probleme hat. Mit dem Schießen war nur ein Beispiel. Ich meine das jetzt nicht so, ich meine ja nur allgemein. Ja, Story. Selbst da, bei der Steuerung, bei dem Snipern hätten sie vielleicht sogar das Ziel, das Touchpad mit ein. Ich hätte da schon so Ideen, wo man so, gerade wenn man Zielfernrohr mit dem Touchpad nach oben... Beim Touchpad hätte ich besser gefunden, wenn sie das beim Zielen, dass man denn mit dem Touchpad mit vielleicht den Atem anhalten kann. Ja, oder wenn du nach oben, wenn du so mit dem Daumen nach oben machst, dass es dann näher ran zielt im Visier oder so, genau. Nach unten, sowas. Aber
Ich finde es halt schade, dass das irgendwie so überhaupt nicht benutzt wird, das Touchpad in Spielen. Aber das hat jetzt nichts nur mit dem Spiel zu tun. So mit anderen so. Das war, ja. Am Anfang war der Touchpad überall mit drin und jetzt finde ich so schade, dass sie darauf verzichten, weil das ist, wir haben es jetzt nun schon und ist wirklich, wenn es wirklich vernünftig eingebaut wird, ist das Touchpad wirklich eine Erleichterung und macht echt Spaß, dadurch zu benutzen. Aber ich finde es schade, dass da so verzichtet wird drauf. Finde ich wirklich schade. So, also die Steuerung ist leicht umgänglich, also top. Was ich schade finde von der Story her, dass ich die Story im Koop nicht mitbekomme. Da würde ich sagen, wenn sie sowas schon machen wollen, dann fehlt mir da der Menüpunkt vielleicht, wisst ihr, für die Leute, die einfach nur durchrushen wollen, einfach nur rumballern, die vielleicht die Story kennen, die sagen, scheiß was, ich verzichte auf die Story, dass man sagen kann, wir spielen das jetzt Koop, mit Story oder ohne. Dass man da auswählen kann. Aber ich, für mich, der das noch nicht gespielt hatte, ich habe es bis heute nicht gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich spiele. Ich hätte gerne diese Videosequenzen drinne und die Story, dass ich weiß, was da passiert. Das wäre für mich jetzt sehr reizvoll, muss ich mal sagen. Also da finde ich es echt extrem schade, dass das nicht mit bei ist. Vielleicht, ich hoffe, dass es mit dem Patch vielleicht noch behoben wird. Aber bis jetzt ist es leider nicht drin. Glaube ich nicht. Man kann noch hoffen. Ja, ich meine, es ist ja nur eine Anfangssequenz, wenn du es so nimmst. Und das andere hat man ja jetzt gesehen. Und ich glaube, mittendrin kommt dann mal wieder eine Sequenz. Aber eigentlich ist es ja bloß der Anfang und dann mittendrin mal was. Und ich bin mir immer so sicher, es gab nicht viel Sequenzen. Aber es gab Sequenzen, die fehlen hier voll. Ja. Finde ich echt scheiße. Vor allen Dingen für Leute, die das sich holen, um im Koop zu spielen, die kriegen nie was von der Story mit. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Also, das hoffe ich, dass das noch vielleicht irgendwie mit einem Patch oder irgendwie behoben wird. Ja, dass die Symbole fehlen in der deutschen Version und finde ich auch doof. Also, ich hätte es gerne realistischer, logischerweise. Na gut, das kannst du jetzt aber in deiner Wertung nicht als Negativpunkt. Das ist kein Negativpunkt, ich finde es aber halt doof. Da kann ja die Entwickler nichts dafür. Nee, die kennen nicht dafür, dass sie mit unseren Richtlinien, das ist halt scheiße, aber das fließt auch nicht in die Bewertung ein. Das ist halt nur mein eigener Kritikpunkt, dass ich das halt doof finde, aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Was ich aber total genial finde wiederum, dass wir, wie gesagt, habe ich ja bei dir schon gesagt, dass wir zusammen spielen können, obwohl ich die deutsche und du die PEGI-Version hast. Das finde ich geil. Das ist leider nicht immer so. Da gibt es einige Spiele, wo es nicht geht. Richtig. Das finde ich richtig genial. Ja, ich denke mal, das ist auch der PS4 mittlerweile geschuldet. Weil PS3 hat ja nicht so viel Power gehabt und da konnte man natürlich nicht die ganzen Bilddateien auf der PlayStation speichern. Da wartet auf der Blu-ray und da mussten die Dinger vielleicht untereinander kompatibel sein. Denke ich mir mal so. Das ist der einzige Punkt, wo ich es mir erklären kann. Aber so an sich, ich bin mit dem Game X mega zufrieden. Es macht mega mäßig Spaß. Aber extrem. Und ich bin überhaupt nicht der Shooter-Fan. Aber vor allen Dingen im Koop. Kann man zusammen, links, rechts, kann man sich helfen. Finde ich super. Finde ich absolut klasse. Was ich sagen wollte noch, wieder vergessen, verdammt. Ja, rede einfach weiter. Ja. Was hast du gerade gesagt? Irgendwie bin ich da jetzt drauf gekommen. Ja, das war Zusammenspielen und dass ich das halt mega geil finde, dass es extrem Spaß macht. Oh, ich sage mal, verdammt. Und vor allen Dingen, was ich gut finde, dass man, wenn man Koop spielt, sich aussuchen kann, ob es automatisch immer stärker wird. Oder man spielt, wenn man jetzt zum Beispiel unerfahrene Shooter-Spieler wie mich jetzt hat zum Beispiel, dass man, wenn man zu viert spielt, sagt, wir wollen nur so viele Gegner wie für drei. Dass da nur so viele Gegner wie für drei Spieler gespawnt werden. Das finde ich sehr gut. Da kann man die... Ja, wie sage ich das diplomatisch? Die nicht talentierten Shooter-Spieler kann man da ein bisschen rausreißen. Ich bin, nee, aber stehe dazu. Da bin ich aber ehrlich, dass ich das jetzt gar nicht so
was du jetzt gerade sagst, würde ich jetzt mal nicht so, kann ich jetzt mal nicht so stehen lassen, weil wir haben keine Ahnung, wir haben das jetzt nicht probiert. Also ich konnte bloß einstellen, Voreinstellung, und ich konnte einstellen für einen Spieler, für zwei Spieler, für drei Spieler, für vier Spieler. Also man kann, ich habe keine Ahnung. Also na, ich denke mal, dass denn, wenn du für, wenn wir zu viert spielen und du sagst, du möchtest nur Gegner für zwei, dass dann nur auch so viele Gegner kommen wie für zwei. Weil wenn du wenn du zu viert spielst, kommen natürlich mehr Gegner, weil sind ja vier Spieler. Muss aber es ja schwerer werden. Du kannst es zu zweit zocken und kannst mit den Gegnerhorden von vier Spielern machen. Das finde ich zum Beispiel cool. Das finde ich auch geil. Für Geübte, weißt du, die jetzt sagen, Mensch. Das wird wahrscheinlich auch so im Let's Play dann kommen, dass wenn wir das zu dritt zocken, wir dann vier Spieler Zombies machen. Das macht mehr Spaß. Zombie-Abballer macht einfach Spaß. Jo. Na, wir sind sowieso, Onkel und ich, wir sind sowieso Zombie-Fans. Von daher, ja. Würde ich jetzt sagen, machen wir mal unsere Endbewertung. Weil ich ja gerade am Quatschen bin, fange ich an. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich es megamäßig geil finde. Ich feiere das Spiel total. Das hat mit Onkel megamäßig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wenn du im Team spielst. Alleine, würde ich sagen, macht es auch Spaß. Aber für mich ist da eher der Reiz dran, dass man das mit Freunden zusammenspielen kann und einfach Zombies niedermetzeln kann. Und vor allen Dingen, dass es ist jetzt nicht negativ gemeint, ist jetzt wirklich positiv gemeint, da es so stupide ist. Geh von A nach B und knall da zwischen die Zombies platt. Du hast keine Wege, wo du dich großartig verlaufen kannst oder wo du ewig weit rumlaufen kannst. Du hast wirklich nur deinen stupiden Weg, da kommen zwischendurch mal mehr, mal weniger Zombies, die machst du platt und dann hast du deinen Checkpoint und da bist du. Das richtige Spiel für abends. Du bist gestresst von der Arbeit, gestresst von der Familie, willst einfach runterkommen, machst dir das Spiel an, metzelst ein paar Zombies nieder, bist in einer Party, quatscht dabei mit deinen Leuten und ihr macht dann vielleicht sogar zusammen oder die spielen ja was anderes, geht ja auch bei der PS4. Und einfach nur spielen, ohne nachzudenken. Das finde ich bei dem Spiel, das ist bei jedem anderen Spiel ist es scheiße, bei dem Spiel ist es geil. Bei dem Spiel ist es geil. Also absolut ein geiles Teil. Absolut geiles Spiel. Und für, was habe ich gesehen, kostet 49 Euro noch was das Spiel. Momentan haben sie es im PlayStation Store für PlayStation Plus Mitglieder für 39,99. Also wenn es euch interessiert, schlagt zu. Man muss ja echt sagen, es sind drei Spiele enthalten. Hm. Ja, wenn das so, also auf PC gab es die alle einzeln und die haben auch eine ordentliche Spielzeit. Wie ist denn das überhaupt jetzt? Was wir jetzt gespielt haben, ist Nazi-Zombies 1 und ab 2 ist es dann ganz woanders. Oder wie ist denn das, dass man das mal versteht? Weil ich hab's nie gespielt. Ich hab den ersten Teil nie durchgespielt. Ich hab immer bloß ein bisschen gebraucht. Irgendwann, weil ich sage, auf PC war es um einiges schwerer und irgendwann mal kam ich nochmal weiter. Hm. Ging irgendwie überhaupt nichts mehr. Und dann irgendwann habe ich auch einen Faden verloren wegen Let's Plays und so. Und dann ja, aber das, was wir gespielt haben, ist jetzt der erste Teil, den du kennst, den du gespielt hast. Wo du nicht weitergekommen bist. Ich hab den ersten und zweiten Teil schon gespielt. Ja, und der zweite Teil, wo fängt der an? Wie ist das? Ich verstehe das nicht. Also das ist praktisch jetzt. Der erste Teil haben wir jetzt gespielt. Irgendwann hört der erste Teil auf. Sagen wir mal, Hitler wird erschossen. Dann kommt der zweite Teil, Hitler wurde doch nicht erschossen. Du kannst es nicht so. Kannst es nicht so. Ja, das ist doof zu sagen. Nicht. Also, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, wo es anfängt und endet. Das spielst halt Episode 1 zum Beispiel, spielst halt deine Mission und ja, wirst dann irgendwann ein Ende haben und dann geht der zweite Teil los. Was weiß ich. Okay. Ich meine, was wir jetzt gespielt haben, das kennst du, das ist Teil 1. Ja. Okay, gut. Dann wird dann irgendwann Teil 2. Gut. Dann haben wir da schon mal geklärt, dann wissen wir das schon was. Also für mich absolut geniales Spiel. In der Horde, also mit mehreren Freunden spielen. Genial. Und absolute Kaufempfehlung. Richtig, wollte ich auch sagen. Genau, also von mir definitiv auch Kaufempfehlung für jeden Shooter-Fan auf jeden Fall. Es macht auch so Spaß als einfacher. Ich denke einfach bloß so, dass dieses stupide Rumgeballer einfach nur, es macht Spaß. Man kann nichts verkehrt machen.
geil. Also ich muss auch sagen, diese durch die Steuerung noch so gut funktioniert, absolut cool. Und ich muss es noch dazu sagen, weil ich habe jetzt hier gerade mal die Episoden geöffnet, weil ich kann ja schon anwählen, welche Episode man spielen möchte. Und man hat jetzt so für die ersten Kapitel, sag ich mal, in der ersten Episode, haben wir jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht. Also hat ein Spiel davon, wenn man es jetzt mal, ich rechne es jetzt mal grob aus. Also wir haben zum Beispiel Episode 1, haben wir 5 Kapitel. Also kannst du dir schon ausrechnen, so ungefähr 4 bis 5 Stunden Spielzeit für eine Episode. Und das, die nächste Episode hat dann auch wieder 5. Und die dritte Episode hat dann auch wieder 5. Also das heißt, ihr habt grob gerechnet, ich sag mal 10 Stunden spielt, habt ihr auf jeden Fall 10, 15 Stunden. Bist du auf privates Spiel gegangen und hast du dann einfach... genau, du kannst ja Episoden wählen und Kapitel kannst wählen. Kannst du Kapitel auswählen, genau. Und ja. Ah, Friendly Fire, genau. Denken wir mal, also... Ich kann natürlich nicht sagen, ob jetzt der E-Level kürzer ist als das andere. Aber ich kann mir mal vorstellen, dass die so in ziemlich in der gleichen Länge ist, sind die Dinger. Also ich kann mir schon vorstellen, also 10 Stunden, 10, 12 Stunden habt ihr auf jeden Fall Spielzeit. Bin ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Ja, also ich zeig den Usern gerade Kapitel 1 und da ist 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und ihr könnt, ich rechne mal damit, dass jedes so ungefähr jedes Kapitel dann eine Stunde geht, je nachdem, wie die Gegner ihr auswählt und ja. Also 15 Stunden Spielzeit, denke ich mal, auch locker. Ohne den Horden-Modus, den müssen wir ja auch noch mitkalkulieren, wenn man den wirklich mal... Ich habe schon was dazu gesagt. Wenn man den Horden-Modus jetzt noch dazu zählt, dann hat man locker mehr als 15 Stunden Spielspaß mit dem Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dafür 49 oder beziehungsweise jetzt reduziert 39 Euro, also das ist lachhaft. Also da muss man definitiv zuschlagen. Bin ich auch dabei noch. Also das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, es gibt klar seine Knackpunkte, seine Minuswerte, sagen wir so, oder da wo du wirklich Abzüge machst. Aber trotzdem, im Grunde genommen, ist es einfach ein geniales Spiel. Es macht echt Spaß. Ja. Aber wir haben 0 von 4 Flaschen gefunden, sehe ich. Und ihr könnt zu viert da rumhantieren, das ist doch genial. Von daher. Ja, das finde ich gut. Also ich find's gut. Ich find's geil. Ja. Macht Spaß. Und ja, definitiv Kaufempfehlung. Ausgesprochen von uns beiden. Ja, definitiv. So eine richtige Schulnotensystemwertung hat ja der liebe Odin nicht. Nee. Weil und dann würde ich dem Spiel nämlich eine gute 2- geben, also eine gute 2- ist 2, ne, eine 2, eine kleine 2 würde ich geben. Weil manche Spiele, wo andere schlechte Noten geben, würde ich eine gute nehmen und da, ich mag das Spiel so runter reduzieren, weil jedes Spiel meiner Meinung nach hat positive und negative Sachen und man muss da die gesunde Ausmischung finden. Man muss nicht unbedingt jedes Spiel schlecht reden, weil auch wenn das vielleicht ein paar schlechte Sachen hat, nicht original stimmen zum Beispiel oder was weiß ich, kann die Story gut deswegen, sein. Deswegen gibt es ja Bewertungssysteme. Ja, das haut bei meinen Spielen meistens nicht hin. Also ich finde meistens komischerweise die Spiele, die scheiß Bewertung kriegen, finde ich total cool und klasse, weiß ich nicht. Ja, wir haben schon öfters am Anfang deiner Spielbewertungszeit aber schon mitbekommen, dass du ja, das nicht so richtig auswägst. Richtig, ja, ich weiß nicht, es gibt viele Spiele, die total scheiß Bewertungen haben und ich finde die klasse. Ich finde die von der Story klasse, vom Handling klasse, von der Grafik und ich spiele die total gerne, aber die haben meines Erachtens nach die Bewertung, die sie überall kriegen, überhaupt nicht verdient. Nee, deswegen finde ich ja gut, wie du es machst. Weil du hast mit dem, du gibst, wie soll ich sagen, ich weiß, es gehört vielleicht nicht hierher jetzt, aber ich weiß zum Beispiel, du hast damals... was war das? Brutal Legend war das damals. Oh, geil. Dem Spiel Negativpunkte angerechnet, diese irgendwie dann in deiner Endnote abgezogen und hast eine 1 gegeben, obwohl du Negativpunkte gebracht hast. Verstehst du? Das war irgendwie... Ja, weil der Gesamtspiel geil war. Die Negativpunkte sich nicht gerechnet hätten, um es da negativer zu machen. Weil das Spiel hat mir so viel... Nee, also das hat Negativpunkte gehabt. Ja, gebe ich gerne zu. Aber... Das Gesamtspiel ist bis heute eins meiner Lieblingsspiele.
weil da so viele überwiegend positive Punkte sind, die die paar lächerlichen Negativpunkte. Ja, aber das dicke ist ja Wettmachen. Das. Du hast ja eine 1, ist ja so perfekt. Das ist mein perfektes perfekt Spiel. Ohne negativ, und du hast aber Negativpunkte gesagt. Die waren, die sind für mich komplett weggefallen, die Negativpunkte, weil das mir zu viel Fun gemacht hat. Das hat mir zu viel positive Momente geschenkt, damit das für mich da negativ irgendwo auffällt. Die paar Negativdinger, die sind mal kurz aufgefallen. Wollen wir einfach jetzt bloß, da wollte ich jetzt darauf wieder. Und ich finde gut, dass du die Bewertung ohne irgendwelche Prozente oder Noten machst, weil. Ist halt meine Meinung. Weil eben, es ist besser, das so zu sagen, als eine Note zu geben, die absolut unrealistisch ist, auf jeden Fall. Genau. Ja, also. Ja. Ja, dann würde ich sagen. Auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ja. Top-Spiel, macht echt Spaß. Ja, definitiv. Also absolut genial. Absolut. Definitiv. So, dann würde ich jetzt sagen, Onkel dampft schon wieder. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die lange Bewertung. Gott sei Dank habe ich da ein eigenes Video zu gemacht. Und wenn es euch holt, wünschen wir euch viel Spaß dabei. Wenn ihr das vielleicht für den PC gespielt habt, Episode 1, Episode 2, könnt ihr gerne eure Eindrücke unter das Video posten. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Ja. Und Abo dalassen. Was? Ein Abo dalassen. Ein Abo dalassen ist auch nicht schlecht, genau. Wenn es euch gefallen hat, ich mache ja wie gesagt öfters sowas. Und wenn Koop ist, ist der Onkel auf jeden Fall immer mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin. Genau, und wer das Spiel nicht holt, Gamerscheck IP auf YouTube einschalten. Dann wird das Ding nämlich Let's Played. Auf jeden Fall. Auch Odin mit dabei. Aber auf jeden Fall. Und selbst da könnt ihr auch ein Abo dalassen, wenn ihr Lust habt. Und einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Schleichwerbung. Ja, okay. Dann verabschiede ich mich jetzt auch. Und man hört sich. Bis denn. Tschüss. Tschüss.